Der Einbruch, je schlimmer die Daten kurzfristig sind, umso höhere Wahrscheinlichkeit räumt man eben ein, dass es eben eine umfangreiche fiskalpolitische Reaktion gibt. Und das kann dann eben an der anderen Seite der Krise, also wenn es wieder aufwärts geht, den Schwung der Erholung verstärken. Das sagte gestern auch der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell. Der sprach eben von der Krise, die ist ungleich jeder Krise, die es zuvor gegeben hat. Aber auf der anderen Seite, wenn es wieder aufwärts geht, dann rechnet er mit einer kraftstrotzenden Konjunkturerholung. Und jetzt sehen wir starke Erholungen am Gesamtmarkt. Aber auch in Einzelaktien, wie gestern zum Beispiel eine Airbus, die plus 20% nach oben gelaufen ist, das ist sehr beeindruckend, wenn man von den Tiefs aus rechnet. Aber wir haben gleichzeitig auch einen hohen Berg, den wir hochklettern müssen, um wieder dort zu landen, wo wir hergekommen sind. Und jetzt zeigen die Märkte ein bisschen Entspannungssignale. Die Volatilität geht zurück. Aber ganz ehrlich gesagt, ist das nicht gleichbedeutend damit, dass das Ganze auch so weitergehen wird? Also es ist hier keine Garantie, es gibt immer noch sehr viele Dinge, die unklar sind und unsicher sind, die Unsicherheit erzeugen können. Und der Germany 30 befindet sich seit vorgestern in einer Seitwärtsbewegung, ausgehend von 10.142 Punkten. Das war das Erholungshoch. Darüber sind wir nicht gegangen bisher. Damit gibt es auch kein Signal von der Trendfortsetzung. Und wir sind auch nicht unter 9.438, das vorgestrige Korrekturtief am Vormittag, auch nicht darunter gegangen. Also gibt es auch keine Trendwende. Insofern 2 Tage neutrale Bewegung im DAX. Anders sieht es da ein bisschen aus im S&P 500 Index, der US SPX 500 Cash im Stundenkerzenchart. Hat ein höheres Hoch gestern gemacht, jetzt eine Gegenbewegung. Und für den Moment wartet man also hier auf die Abstimmung, die heute um 14 Uhr sein wird im Repräsentantenhaus. Also alle Augen sind jetzt gerichtet auf das Konjunkturpaket, auf das Konjunkturprogramm, das in den USA kommen soll. Sollte jetzt das Repräsentantenhaus das Ganze durchwinken und die Abgeordneten, die sind über die ganzen USA derzeit verstreut, wegen Corona sind die auch viele nicht in Washington, aber die, die da sind, die sollen dann mit Zuruf, also wie man das aus Großbritannien auch kennt, mit Nay oder Yay oder so irgendwie, also mit Stimmruf quasi abstimmen. Und die Seite, die lauter ist, die ist dann eben das, was dann auch beschlossen wird. Und so bekommt man dann auch qualifizierte und gültige Mehrheiten hin. Also es wird erwartet, dass darüber positiv abgestimmt wird. Dann kann das dem US-Präsidenten vorgelegt werden, Donald Trump hat bereits indiziert, dass er das Ganze dann auch unterzeichnen würde. Also es scheint durchzugehen und das hat eben die Kurse gestern an der Wall Street auch deutlich nach oben getrieben. Das soll das Update gewesen sein für den Moment. 9 bis 10 Uhr gehe ich dann im Detail dann auf die Tendenz ein, die der DAX dann zeigt, wenn wir dann auch die Eröffnung haben. Ich klinke mich für den Moment dann wieder aus. Vielen Dank fürs Einschalten.